Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen bei uns zu Hause. Ute aus Sömmerda hat mich angeschrieben, einfach um mal Danke zu sagen, um mir zu zeigen, was sie so alles nachgenäht hat. Das war eine ganze Menge. Unter anderem haben es ihr die Tiere aus dem Ei angetan. Da, den Hasen aus dem Ei kennt ihr vielleicht noch von Stefanie Perlenfee. Dann gab es einen Weihnachtsmann aus der Kugel, dann gab es ein Rentier, ein Schmetterling und jetzt gibt es einen Drachen aus dem Ei. Es ist ja bald Ostern und ich denke, der ein oder andere Junge wird sich darüber freuen. Vielen Dank an Ute, die mir das Schnittmuster geschickt hat. Und ihr könnt das auf meiner Seite runterladen, das kostet nichts. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. So, hier seht ihr die zugeschnittenen Einzelteile. Es ist jeweils auf dem Schnittmuster, steht genau drauf, wie oft ihr das braucht. Hier habe ich eins vergessen, sehe ich gerade. Also alles einmal zuschneiden. Außerdem braucht ihr zwei Cam Snaps für die Pupillen. Da könnt ihr natürlich auch einfach schwarzen Stoff aufnähen, aufsticken. Und es geht los mit dem Kopf-Halsteil. So, um das Gesicht zu gestalten, habe ich mir jetzt aus dem Schnittmuster die einzelnen Teile einmal rausgeschnitten, auf meinen Stoff gelegt. Natürlich nehme ich nur einen davon, die Rückseite nicht. Und den Mund werde ich mir da, ich weiß nicht, ob man es aufzeichnen kann, sonst nehme ich das als Stickvorlage. Und ich werde das mit der Hand festnähen. Ihr könnt natürlich das mit der Maschine machen, wobei ich so kleine Sachen mit der Maschine festnähen, glaube ich, umständlicher finde, als da mit 5 Stichen einmal drumherum zu nähen. Also ich nähe jetzt diese 4 Teile einmal mit der Hand da fest. So, das Weiße vom Auge und die Nüstern habe ich jetzt mit der Hand aufgenäht. Jetzt fehlt der Mund oder das Maul. Und das mache ich tatsächlich mit der Maschine. Ich werde mir das hier feststecken mit ein paar Stecknadeln. Nehme mal einen ganz feinen Zickzackstich. Ich sage euch gleich noch, welche Einstellungen ich da habe. Und nähe das hier einmal. So, ich habe mir den Zickzackstich eingestellt. Die Länge, die Stichlänge ist bei 0,2 und die Breite bei 1,5. Und ich finde, das sieht ganz gut aus. Und so nähe ich jetzt einmal hier den Mund nass, das Maul nach. Jetzt schon ein bisschen verliebt. So, als nächstes baut ihr euch die Cam Snaps ein, einfach mittig auf das Weiße vom Auge. So, nächster Schritt. Alle Teile, die irgendwie rausgucken aus dem Ei, werden jetzt rechts auf rechts zusammengelegt. Also die schönen Seiten liegen innen. Bei meinem Filzstoff ist es natürlich egal. Dann steckt ihr das ein bisschen und näht Nähfüßchen breit einmal drumrum. Die Wendeöffnung ist jeweils da, wo das Stück im Ei landet. Also hier ist die Wendeöffnung beim Hals und oben an den Beinchen. So, ich fange mal mit dem, denke ich, schwierigsten Teil an. Das ist das Kopfteil. Am Anfang und am Ende wird verriegelt. Das heißt, ihr näht zwei Stiche hin und her. Also erstmal zwei nach vorne. Schaltet erstmal um auf einen normalen Geradstich. So, und jetzt vorsichtig drumherum nähen. Hier am Auge ist es ein bisschen knapp. Dann näht er einfach mit dem Fuß um den Cam Snap quasi drumherum. Hier bei dem Schwanz habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich habe hier angefangen mit der Füßchenbreite und bin dann hier auf einen halben Zentimeter gegangen. Das ist eine Markierung auf dem Nähfuß. Also bis ungefähr hier habe ich füßchenbreit genäht, bin dann etwas schmaler geworden und werde bis hier schmaler bleiben und dann den Rest wieder breiter werden. So, nahezu kam zurückschneiden, am besten mit einer Zickzackschere. Vor allen Dingen, wenn ihr sowas habt, so Ecken quasi mittendrin und in den Rundungen, sonst legt sich das nach dem Wenden nicht schön hin. Dann habt ihr da zu viel Stoff und dann sieht das nach dem Wenden nicht so schön aus, wie es sein soll. So, das war jetzt haarscharf an der Naht vorbei. Also die Naht müsst ihr natürlich heil lassen. Wenn ihr keine Zickzackschere habt, dann könnt ihr das auch einfach so einschneiden. Also macht ihr überall rundherum so Knipse und dann geht das. So, dann wenden. Das geht am besten mit einem Essstäbchen. Ist das nicht süß?
Ich freue mich die ganze Zeit. Meine Kinder können das nicht wirklich verstehen, aber ich finde den so süß. So, jetzt könnt ihr die Extremitäten ein bisschen füllen, wenn ihr das möchtet. Also ich fülle da jetzt so ein bisschen Füllwatte rein. Nicht zu viel, sonst kriegt man das nachher nicht ins Ei gewendet. So sieht das bei mir aus. Die haben jetzt schon so ein bisschen Füllung. Der Schweif ist ganz, der ist schon standhaft. Nicht, dass der nachher so rumwackelt. Und ihr könnt jetzt euer Schnittmuster nehmen, legt euch das an, wo es hin soll. Und so soll es am Ende sein. Das heißt, wir müssen es rechts auf rechts zusammennähen. Das heißt, wir klappen das ein, stecken uns das fest und nähen hier innerhalb der Nahtzugabe bei 0,5 cm einmal rüber. Und das macht ihr mit allen vier Teilen. So sieht das jetzt bei mir aus. Wenn man das nach draußen klappt, dann kann man schon sehen, wie der gleich aussehen wird. So, jetzt braucht ihr die Außenstoffe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, die kann man gerne einmal überbügeln. Bei mir liegt das ganz gut, das mache ich jetzt nicht. Jetzt, die sind so geschnitten, also so gemacht, dass die hier überlappen, ein ganzes Stück. Also ihr legt das da drauf, wo es hingehört und dieses auch. Und dann könnt ihr sehen, dass das hier ungefähr 2 cm überlappt in der Mitte. Das ist so, das soll auch so sein. Das steckt ihr euch rundherum ein bisschen fest und näht dann mit einem ganz normalen Geradstich einmal ganz drum. So sieht's aus. Jetzt legt ihr da drauf, rechts auf rechts, euer Tierchen. Gut feststecken. Das sieht jetzt so aus bei mir. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr nicht irgendwie den Kopf noch hier mit doppelt einnäht. Also ich habe den einfach so ein Stück in die Mitte geschoben und dann geht das eigentlich. Jetzt wird wieder einmal ganz drumherum genäht. Ich nähe einfach auf der Naht, die hier schon ist. Und ihr müsst aber eine Wendeöffnung lassen. Und zwar 5 cm. Und das würde ich machen vielleicht zwischen Bein und Hals. Da müsst ihr mal gucken, wo ihr das am besten findet. Oder vielleicht hier ist auch so ein Stück offen. Also könnt ihr auch hier machen. Auf jeden Fall eine Wende am Anfang und am Ende verriegeln. Ich stecke mir da, wo es anfängt und aufhört, immer 2 Stecknadeln. Dann weiß ich genau, aha, hier kann ich anfangen mit meiner Wendeöffnung und auch wieder aufhören. Nahtzugaben zurückschneiden, aber nicht da, wo eure Wendeöffnung ist. Sieht jetzt so aus. Jetzt könnt ihr es wenden. So sieht da jetzt schon fast fertig aus. Jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, den Bauch noch ein bisschen füllen. Zwischen Außenstoff und Stoff von dem Bauch, also Innenstoff quasi. Da passt dann noch ein bisschen Füllwatte rein. Ich würde nicht zu viel machen, also wirklich nur ganz leicht, weil ihr sonst nachher Schwierigkeiten habt, das zu wenden. So sieht mein Drache gefüllt aus. Der ist also maximal Zentimeter hoch, also ist wirklich eher schmal. Jetzt die Wendeöffnung schließen. Dafür wird einfach die Nahtzugabe nach innen geklappt. Und dann könnt ihr es mit einem Matratzenstich mit der Hand. Schön schließen. So, damit ist mein kleiner Drache aus dem Ei fertig. Ich finde den total süß. Jetzt muss er natürlich ins Ei passen. Das probiere ich jetzt mal, bevor ich ihn dann weitergebe. So. Tja, er steckt im Ei. Wieder ein Überraschungsei für Ostern. Ich denke, da werden die Jungs sich vor allen Dingen sehr drüber freuen. Ja, damit ist das Ei fertig, der Drache im Ei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr nachnäht über Bilder auf meiner Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal.